Sie war die Ikone von Hollywood und eine Diva, die in die Filmgeschichte einging. Liz Taylor. Ihr bezauberndes Lächeln verzauberte die Zuschauer. Ihr Sexappeal brachte die Männer ins Schwärmen. Ihr Einsatz für ihre Mitmenschen, wie Rock Hudson oder Michael Jackson, galt als Zeichen ihrer Menschlichkeit und ihres Mitgefühls. Sie setzte sich für AIDS-Kranke genauso ein wie für andere Benachteiligte. Your first baby. Did it make any difference between you and Mom's? How did you feel? Well, I felt fine. I mean, really? Well, I felt all right. Well, I guess my nose was a little out of joint at first. I'd been high man with your mother for over a year, and then suddenly you came along and took the spotlight. You must have hated me. No, I don't think it was that bad. I think the worst time was the first night we took you home, you know? Yeah, I remember we got you home, gave you a 6 o'clock feeding, got you bedded down. Then we must have gone into your room a dozen times the next hour to see how you were. Of course, if you were quiet, we went in to see if you were dead, and if you cried, we went in to see what was wrong with you. I remember lying awake that night thinking to myself, now what have we got into? Here we were, two perfectly happy people, free as the air. Now we're trapped. Trapped by 20 inches of screaming humanity. Do all fathers feel that way? Only know about myself. I remember that morning you woke with the dawn, screaming your head off. And your mother went in to heat your formula, and I went in to see what I could do about quieting you. And I stuck a finger at you, and you grabbed it. Grabbed it with such a grip. From that moment on, you had me hooked. Well, I hope Buckley gets over that quickly. You have to butter him up a little, you know. Make him think he's still part of the family. Thanks. Well, there he is. Oh, Mami. Oh, es ist schrecklich hart, in einer Familie mit Kindern aufzuwachsen. Ach, ich hätte nie geglaubt, dass eine Woche so schnell vorübergehen kann. Ich wollte... Ja? Ich wollte... Ja? Sie werden mir noch schreiben, wenn Sie in Springfield angekommen sind, oder? Natürlich, wenn Sie zuerst schreiben. Aber Sie haben etwas, worüber Sie schreiben können. Die Fahrt, Tante Judith und was es Neues gibt in Springfield. Schreiben Sie mir gleich, wenn Sie da sind. Vielleicht bin ich zu beschäftigt. Vielleicht werde ich gar keine Zeit haben. Ja, dann werden Sie sich die Zeit nehmen. Darüber wollen wir gar nicht lange debattieren. Sie schreiben mir zuerst und Sie tun das gleich am ersten Tag. Wie kommen Sie darauf, dass ich von Ihnen Befehle annehme? Ich werde es Ihnen zeigen. Geben Sie mir Ihre Hand. Warum sollte ich? Geben Sie mir Ihre Hand, verdammt nochmal. Was wollen Sie mit meiner Hand? Ich wollte sie nur haben. Was überlegen Sie jetzt? Ich habe nur nachgedacht. Über was? Ich hatte gehofft, Sie schreiben mir zuerst. Das würde nämlich bedeuten, dass Sie mich mögen. Was hat das Schreiben damit zu tun, dass ich Sie mag? Sie mögen mich also doch? Natürlich tue ich das. Von all den Mädchen, die ich je traf, mag ich Sie am liebsten. Aber Sie mögen mich nicht genug, dass Sie mir zuerst schreiben. Also ich sehe nicht, wieso diese Sache etwas mit der anderen zu tun hat. Aber ein Mädchen kann nicht zuerst schreiben, weil es ein Mädchen ist. Oh, das ist Unsinn. Wenn ein Mädchen etwas zu schreiben hat und ein Junge nicht, dann gibt es keinen Grund, weshalb sie nicht zuerst schreiben sollte. Wissen Sie, die ersten 3 Tage, die ich hier war, hätten Sie alles für mich getan. Und dann haben Sie sich verändert.
Sie waren so amüsant zuerst, bis aus Ihnen dann plötzlich ein alter Trauerkloß geworden ist. Warum ziehen Sie sich denn sogar an wie ein alter Trauerkloß? Was haben Sie denn? Es ist mir nur gerade wieder eingefallen. Was? Oh, ich weiß. Es ist, weil wir jetzt zum letzten Mal zusammen sind. Mary, ich bitte Sie. Aber Clarence, wir sehen uns doch in einem Monat, wenn ich zurückkomme. Oh, Clarence, bitte schreiben Sie mir zuerst, weil mir das zeigt, wie sehr Sie mich mögen. Bitte. Ich zeige Ihnen, wie sehr ich Sie mag. Aufstehen, stehen Sie auf! Oh, Mary, tun Sie das nicht, bitte tun Sie das nicht. Jetzt werden Sie mich für ein freches, aufdringliches Mädchen halten. Oh nein, nein, das ist es nicht. War es, weil heute Sonntag ist? Nein, es wäre das gleiche an jedem anderen Tag. Oh, Sie wollten einfach nicht, dass ich mich auf Ihren Schoß setze. Oh, es war sehr nett von Ihnen, das zu tun. Es war nett von mir, deshalb schrien Sie, ich soll aufstehen. Sie konnten es einfach nicht ertragen, dass ich da sitze. Und Sie brauchen mir nicht zu schreiben. Sie brauchen mir überhaupt keinen Brief je zu schicken, weil ich ihn ungelesen in Fetzen zerreißen werde. Ich will Sie niemals wiedersehen. Oh, Mary, Mary, hören Sie mir zu. Bitte, Mary. Oh, Mary. Elizabeth Rosemont Taylor wurde am 27. Februar 1932 als zweites Kind einer wohlhabenden amerikanischen Familie in London geboren, wo ihre Eltern lange lebten. Schon früh hatten Vater Francis Len Taylor und Mutter Sarah Viola Warmbrod ehrgeizige Pläne für ihre Tochter. Bereits als Kleinkind wurde sie gefördert. Sobald Elizabeth laufen konnte, bekam sie in London Ballettstunden. Im zarten Alter von 3 Jahren trat sie mit ihrer Ballettgruppe vor der königlichen Familie auf. Die Mutter, eine Schauspielerin, trat bis 1927 unter ihrem Künstlernamen Sarah Southern auf verschiedenen US-amerikanischen und Londoner Bühnen auf. Da ihre Eltern US-Staatsbürger waren, besaß Taylor seit ihrer Geburt sowohl die US-amerikanische als auch die britische Staatsangehörigkeit. Ihr jüngerer Bruder Howard Taylor hatte, obwohl er eigentlich Meereskundler war, in den 1960er Jahren gelegentlich kleine Film- und Fernsehrollen. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kehrten die Taylors Europa den Rücken. 1939 ließ sich die Familie in Los Angeles nieder, wo Vater Francis eine Kunstgalerie eröffnete. Liz Taylor besuchte dort die Hawthorne Elementary School, nahm weiterhin Reit-, Ballett- und zusätzlich Gesangsunterricht. Wirklich gut getanzt oder gesungen hat sie jedoch nie. Im Film ist sie daher kaum entsprechend eingesetzt worden. Die Taylors kamen nach Kalifornien in einer Zeit, in der man sich dort für niedliche Kinderstars wie Freddie Bartholomew und Shirley Temple begeisterte. Nach vergeblichen Anläufen, einflussreiche Hollywood-Persönlichkeiten wie Heather Hopper oder Louis B. Mayer auf die Tochter aufmerksam zu machen, die sie mit der ebenfalls dunkelhaarigen Vivien Leigh verglich, konnte die Mutter schließlich den Universal-Chairman John Cheever Codin bewegen, Taylor in einer kleinen Filmrolle einzusetzen. So wirkte die Neunjährige im Spätsommer 1941 einige Tage lang bei den Dreharbeiten für eine kurze Filmkomödie mit, die 1942 unter dem Titel There's One Born Every Minute in die Kinos kam. Der Film hatte keinen Erfolg und Taylors Vertrag wurde nicht verlängert. 1942 gewannen die Eltern den MGM-Produzenten Samuel Marks dafür, Taylor in dem Lassie-Film Heimweh einzusetzen. Nachdem dieser aufwendig in Technicolor produzierte Film sich in den Kinos bezahlt gemacht hatte, erhielt Taylor einen 7-jährigen Studiovertrag, unter dem sie 1944 zunächst 2 winzige Rollen in Die Weise von Lowood und in dem sehr profitablen patriotischen Drama The White Cliffs of Dover spielte. Handlungsort aller 3 Filme war England. Und einer der Gründe, warum Taylor für diese Rollen ausgewählt wurde, war ihr britischer Akzent, den sie noch nicht abgelegt hatte. Da sie gut ritt und genau den Vorstellungen entsprach, die die Produzenten von diesem Charakter hatten, wurde Taylor Anfang 1944 für die Titelrolle in der aufwendigen Prestigeproduktion Kleines Mädchen, großes Herz ausgewählt. Es war Taylors erste Titelrolle und der erste Film, in dem die inzwischen 12-Jährige in fast jede Szene auftrat. Regisseur Clarence Brown, der 7 Filme mit Greta Garbo inszeniert hatte, wusste genau, wie Taylors Schönheit gefilmt werden musste.
Da der Film sich nach seinem Kinostart im Dezember 1944 als äußerst profitabel erwies, begann die mächtige MGM-Werbeabteilung, Taylor als Star herauszubringen. Das Image, das für sie geschaffen wurde, war das eines tiernärrischen Mädchens von nebenan. Taylor entsprach dem unter anderem, indem sie 1946 eine Erzählung über ihre Erlebnisse mit einem zahmen Eichhörnchen, Nibbles and Me, veröffentlichte. In Lassie, Held auf vier Pfoten, setzte MGM Taylor ein letztes Mal als Kinderstar ein. Mit ihren nächsten Filmen aus dem Jahre 1947, Unser Leben mit Vater, Cynthia, Wirbel und Judy, Die unvollkommene Dame und Kleine, tapfere Joe, wechselte sie ins Jungmädchenfach. Wie Brenda Maddox ausgeführt hat, fiel Taylors Heranwachsen in die Zeit, in der in der westlichen Welt der Teenager erfunden wurde, das heißt das gesellschaftliche Konzept einer Altersstufe zwischen Kindheit und Erwachsenensein, deren US-amerikanische Vertreter als Bobby-Soxers eine markante eigene Kultur besaßen, zu der, wie Maddox schreibt, bezaubernde Gebräuche wie miteinander gehen und stundenlanges Telefonieren gehörten. Durch die beiden Filme Cynthia und Wirbel und Judy erlangte Elizabeth Taylor in den USA den Rang einer Teen Queen, deren stilistischem Vorbild viele ihrer Altersgenossinnen nachzueifern begannen. So erschien sie nach dem Kinostart von Cynthia zum ersten Mal auch auf dem Titelblatt des einflussreichen Life Magazines. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie dort häufiger abgebildet als irgendein anderer Filmstar. Oh.